Hoffentlich genießen Sie Ihren Flug mit Junker Airlines. Halten Sie sich an den Sitzen fest, während wir in den Dschungel hinabsinken. Ja, einfach direkt durch die vielen Schlangen und gefährlichen Wespen und fleischfressenden Pflanzen und... Da ist er. Wie sollen wir denn da durchkommen? Das ist doch total gefährlich. Es muss irgendwie anders gehen, ohne Gefahr oder die Aussicht auf ein vorzeitiges Ableben. Oh, was ist denn mit Telekinese? Verzeihung. War nicht deine Schuld. Nein, 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 ich Pass meinte... auf. Ich werde das Ding mittels Telekinese herholen, okay? Klettern wir einfach dieses Knubbelding hoch. Okay, was läuft hier? Wie ist das möglich? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Telekinese ist nicht real. Was? Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Apfel, nein, 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 mach das nochmal. Ohne festen Glauben kann ich das nicht mehr. Es geht nicht, den habe ich jetzt verloren. Vielen Dank auch. Aber dir ist schon klar, dass, also ich meine, wenn wir ihn wiederherstellen könnten, bräuchten wir nie wieder Flugzeuge, müssten keine Autos mehr fahren. Wir könnten einfach... Ich habe heute keine Zeit und denk nicht mehr über so alberne Dinge nach, ja? Wir müssen uns einen anderen Weg überlegen, wie wir den Tresor mitten aus dem Dschungel holen können, ohne uns einem Risiko auszusetzen, damit der Mayo-Meister nicht unsere Schuhe erbt. Also, denken wir nach. Ah, ich weiß was. 17 Versuche später. Wenn uns nicht bald etwas einfällt, wird unser Problem nicht die Gefahr, sondern wir werden vor Entmutigung eingehen. Ich glaube, es gibt womöglich nur einen Weg. Ja, das denke ich auch. Wir müssen dem Unheil ins Gesicht sehen, die Gefahr akzeptieren, ihr mutig ins Auge blicken und einfach riskieren, dass der Mayo-Meister unsere Schuhe bekommt, um dafür zu sorgen, dass er niemals unsere Schuhe bekommt. Ich bin dabei. Wir müssen jetzt sehr, sehr mutig sein. Machen wir das, was die im Film immer machen. Oh ja! Breakdance, ein bisschen Breakdance, Breakdance, Breakdance. Muss das genau hier sein? Wo ist der Jaguar? Perfekt. Wow, das war fast so beeindruckend wie Telekinese. Ja, Mann, weil wir fest daran geglaubt haben. Cool. Und endlich sind wir beim Tresor. Oh, siehst du, ich hatte sogar Diebstahl-Abschreckungsfarbe reingemacht. Tja, das hätte ich nur nicht vergessen sollen. Die Reisepässe! Ich hatte ja ehrlich gesagt fest damit gerechnet, dass sie nicht hier drin sein würden. Echt? Die ganze Zeit über? Aber auf das Beste gehofft. Und das hast du bekommen, mein Freund. Nicht immer gleich das Schlimmste vermuten. Nein, nein, nein. Okay, dann wollen wir versuchen, den gleichen gefährlichen Weg wieder unbeschadet zurückzugehen. Oh, nein, 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 nein. Wir können einfach dort entlang gehen. Da ist es total ungefährlich. Apfel, wenn du von diesem Pfad wusstest, warum haben wir ihn dann nicht direkt gewählt? Anstatt uns all diesen fürchterlichen Gefahren auszusetzen. Weil das Treibsand ist. Und warum stehen wir dann hier? Weil ich vergessen hatte, dass das Treibsand ist, bis du mir diese Frage gestellt hast. Nicht strampeln! Durch Strampeln versinkt man nur schneller. Aber wie sollen wir sonst rauskommen? Ich sag's nur ungern, aber wir kommen hier nicht raus. Wir können nur die Zeit hinauszögern, die uns noch bleibt. Wie? Indem wir stillhalten? Ja,